für die Piratenfraktion Kollege Kern. Ja, danke, Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, liebe Zuschauer im Saal und zu Hause. Ich will nicht alles wiederholen, was meine Vorredner schon gesagt haben, und konzentriere mich auf einige wenige Punkte. Die Quintessenz hat der Kollege Wedel auch schon selbst quasi vorweggenommen. Die Quintessenz lautet nämlich, die JVAs werden Sie mit Ihrem Antrag nicht drogenfrei kriegen. Der Antrag ist ungeeignet. Die FDP hat mal wieder im Archiv gekramt und einen alten Antrag aus dem Hut gezaubert. Was in anderen Bundesländern keine Zustimmung gefunden hat, soll in NRW nochmal probiert werden. In Berlin wurde der Antrag ja bereits abgelehnt, und auch in Rheinland-Pfalz scheint man beim stichprobenartigen Einsatz von Spürhunden bleiben zu wollen, wie man aus einer Antwort auf eine große Anfrage schließen kann. Viel Hartnäckigkeit für eine falsche Politik. Dabei haben Sie diesen Antrag unter vollkommen unterschiedlichen Rahmenbedingungen eingebracht. In Berlin, sagten Ihre Parteikollegen, ist die große Mehrheit der Inhaftierten nicht süchtig oder konsumiert. Es sollte verhindert werden, dass die Insassen nicht zuerst Konsumenten würden. In NRW stellen Sie hingegen darauf ab, dass es rund 40% Drogensüchtige in den JVAs gibt. Das macht Ihr Anliegen nicht glaubwürdiger. Der Einsatz von Spürhunden ist aber auch aus anderen Gründen für uns nicht unproblematisch. Oft wird der Spürhundeeinsatz mit dem Einsatz von Hunden an Flughäfen verglichen und damit bagatellisiert. Aber bei Ihrem Antrag geht es doch darum, dass sich Menschen in JVAs beschnüffeln lassen müssen. Davon wären nicht nur die Häftlinge, sondern auch und gerade die Besucher, die Rechtsanwälte und JVA-Bediensteten betroffen. Meine Damen und Herren, der anlassunabhängige Einsatz von Hunden direkt am Menschen erweckt bei mir unangenehme Assoziationen. Und in Ihrem Antrag sind zudem die Gefahren scheinbar überhaupt nicht bedacht worden, die bei dem Einsatz von Spürhunden entstehen. So kam es in Baden-Württemberg laut Presseberichten zum Beispiel zu mehreren Beißvorfällen und bei Fehlalarm durch die Hunde, und die gibt es nämlich auch. Werden Besucher stigmatisiert und es kommt zu unrechtmäßigen Besucherbeschränkungen für die betroffenen Inhaftierten. Sie von der FDP gehen mit diesem Antrag weiter den Weg einer Law-and-Order-Partei. Das überrascht mich etwas. Symptombehandlung statt Ursachenbekämpfung, Repression statt Therapie, Show statt Hilfe. Das ist dieser Antrag. Herr Alder, vorhin sagten Sie zum Sozialbericht sinngemäß, die von Armut Betroffenen, die Schwächsten der Gesellschaft, bräuchten unsere Solidarität, darüber bestünde kein Dissens hier im Haus. Okay, wenn es um konkrete Politik geht, ist von dieser Solidarität nichts mehr zu sehen. Die Schwächsten in den JVAs brauchen auch unsere Solidarität und keine weiteren Repressionen. Es greift nämlich zu kurz zu fordern, die JVAs müssen drogenfrei werden. Wir sagen, die Süchtigen müssen drogenfrei werden. Stellen Sie die Menschen doch einmal in den Mittelpunkt Ihrer Politik. Denn was an Mittel in zusätzliche Spürhunde und deren Ausbildung gesteckt wird, kann nicht mehr für Drogenpräventionsmaßnahmen, Therapien und Hilfe für die Betroffenen verwendet werden. Hier haben wir aber den wirklichen Nachholbedarf. Gerne wollen wir mit Ihnen im Ausschuss über die effektive Bekämpfung von Sucht in Gefängnissen diskutieren und werden daher der Überweisung an den Ausschuss natürlich zustimmen. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Wir Piraten bleiben dabei. Prävention und Hilfe ist besser als pure Repression. Und da wir ja scheinbar zurzeit die inoffiziellen Lateinwochen im Landtag haben, möchte ich schließen mit: Cave canem, hüte dich vor dem Hund. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus